Dolores Silva, heute ist der Saisonauftakt in Deutschland, Duisburg gegen Essen. Wie ist das Spiel gelaufen? Ja, leider haben wir nicht angefangen, wie wir gerne möchten. Also wir haben 2-0 verloren. Ja, das ist natürlich schade, aber jetzt denke ich mal, dass wir unsere Kopf hoch lassen müssen und ja, weiter auf das nächste Spiel gucken. Ja, jetzt muss man überlegen, wo wir Fehler gemacht haben, was können wir besser, was können wir uns verbessern und ja, einfach als Team zusammen weiterarbeiten und ja. Die erste Spielzeit ist es 1-2 und dann zweite Halbzeit 0-0, so das ist schon ein besserer. Ja, auf jeden Fall, wir haben auch kein Tor kassiert, aber wir haben auch keine Tore erzielt. Und ja, es war schade, wir hatten ein paar auch gute Aktionen gehabt, wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, was wir nicht gut gemacht haben und darauf weiterarbeiten und unsere Kopf hoch lassen und ja, weiter. Auch Sie sind diese Saison mit einer neuen Trainerin, Inka Grings. Wie ist das? Ist das ganz anders? Ja, also ja, ist viel. Ja, ist viel Neues gelaufen. Ich glaube, dass wir auch eine gute Vorbereitung gemacht haben. Wir haben hart gearbeitet. Ich glaube, dass wir verstanden haben, was sie möchte. Und ja, jetzt müssen wir weiterarbeiten und das entwickeln. Und Sie sind auch auf einer neuen Position auf Spielfeld, am Links? Ja. Ja, das ist jetzt für mich neu. Ich habe auch vorher schon da gespielt. Ja, ich möchte sowieso spielen und ich werde immer meine Beste geben und ja, dass wir erfolgreich sein. So. Okay. Dann schon in 2 Wochen gibt es 2 Spiele mit Portugal. Sie haben mit Portugal Freundschaftsspiel gemacht gegen Schottland, 1-1. Sie machen die 11 Meter am Ende des Spiels. Ja, war natürlich ein gutes Testspiel für uns, dass wir uns gut für die 2 nächste Spiel, Schwerspiel vorbereiten könnten. Ich glaube, dass wir haben uns verbessert in diese paar Monaten, wo wir eine neue Trainer auch haben. Ja, vielleicht machen wir eine Überraschung, hoffe ich. Vielleicht einen Punkt. Ja, sowieso haben wir keine Chance mehr, aber wir werden versuchen, unsere Beste geben. Ist ein schweres Auswärtsspiel in Niederlande, hier in Venlo, 40 Kilometer von Duisburg? Ja, das ist schön. Also wir sind nicht so weit weg von unserem Hause hier. Ich hoffe, dass viele Zuschauer auch kommen, aber für Portugal unterstützen. Wie gesagt, ist ein schweres Spiel, aber wir haben letzten Monat mit diesem neuen Trainer gut gearbeitet und wir hoffen, dass wir bestimmt besser machen, als wir in Portugal gemacht haben gegen Orden. Und dann das letzte Spiel ist gegen Belgien. Sie haben in Belgien 4-1 verloren und in Portugal hat Oriens gegen Standard Lüttich 1-0 gewonnen. Was denken Sie davon? Ja, also jedes Spiel ist was anderes, ne? Und ja, Oriens ist eine Mannschaft. Ich bin stolz, dass sie weiter in Champions League gehen. Das ist sehr gut für das Frauenfußball in Portugal. Das erste Mal, dass das passiert hat. Ich habe leider schon 2-mal fast, aber nicht erreicht. Und das ist schon gut. Ja, mal sehen. Ich hoffe, dass wir ein besseres Spiel jetzt in Portugal machen, gegen Belgien auch. Auf jeden Fall nicht so viele Tore kassieren und versuchen auch Punkt oder 3 Punkte zu gewinnen. Ja. Dankeschön und viel Spaß. Danke. Tschüss.